Hallo und herzlich willkommen hier zum Euro Truck Simulator 2 und ja, heute sind mal wieder mal der Basti dabei und ich sag mal, hallo Basti. Hallo Danny. Ja, du klingst ein bisschen, als würdest du aus dem CB-Funk reden. Ziemlich cool. Ich bin auf dem CB-Funk. Und dann begrüße ich nochmal ganz, ganz lieb den Dominik. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob er gerade uns hört. Weil er noch. Nee, leider nicht. Technische Daten macht hinter seinem Auto. Er lässt gerade sein Auto ab, aber aus. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe ein Schwerlastgetriebe gekauft. Jetzt in der letzten Folge sind wir richtig abgearscht am Berg und habe meinen Vorburgleiter angerufen und da hat mir gleich ein neues Getriebe gekauft, eingebaut und wir werden mal sehen, dass wir jetzt mal loskommen und die ersten Berge schaffen. Lol. So. Das hört sich doch ganz gut an. Ja. Und es geht nach Malaga, das wollten wir eigentlich schon gestern, aber irgendwie kam er da nicht ganz hoch. Leider. Und während du nach Barcelona. Nee, wo fährst du nochmal hin? Malaga, wie komme ich jetzt nach Barcelona? Ja. Bin ich nämlich unterwegs nach Russland. Oi, Russland, du. Ja, das sind gut über 2000 Kilometer. Ja, drück mir heute mal ein bisschen den Daumen, dass ich heute Berge hochkomme. Also mit 18 Ganggetriebe dürfte das eigentlich kein Problem sein. Das ist für Schwerlast ausgelegt. Und werden wir jetzt mal sehen, dass wir es auch schaffen. Weil die letzte Folge war wirklich für den Arsch, wenn ich so sagen darf. Wir kamen ja noch nicht mal ein Stückchen den Berg hoch. Ja, aber wie ich das ja bei dir schon gesehen und geschrieben habe, du bist erstmal nur nicht drauf gekommen, weil du die Leitplanke gedonnert bist. Ja, da könntest du recht haben. Ich bin nämlich in der ersten Folge, bin ich mal an die Leitplanke gefahren. Es kann sein, dass ich da einen Schwungrisch verloren habe. Jetzt ist es auch nicht gerade besser. Also, wir sind gerade mal auf 20 km/h und ich drücke hier das Pedal durch. Ne? Aber da müssen wir sehen, dass das dann irgendwie klappt. Also, ein 18 Ganggetriebe habe ich jetzt schon drin. Ne? Mehr geht dann gar nicht. Und ja, werden wir einfach mal gucken. Wir sind hier in Magdeburg. Die haben uns heute klein nach Magdeburg geschoben. Und haben uns das schnell noch eingebaut. Gut, schnell war gut. 8 Stunden hat es auch gedauert, aber wir werden sehen, dass wir es heute besser schaffen. So. Ja, dann haben wir wieder mal gepennt hier. Ja, der erste Berg kommt gleich, weil ich muss nämlich gleich auf der Autobahn. Wir haben uns nämlich noch schnell nach Magdeburg. Nicht nach Magdeburg. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Doch, ist auf der Magdeburg. Nee, warte mal. Dürfte nicht Magdeburg sein. Warum sind wir uns denn hingeschickt? Mannheim, genau. Nach Mannheim haben sie uns geschoben. Nicht nach Magdeburg. Und wie gesagt, ja, wir werden jetzt mal sehen, wir fahren jetzt gleich auf der Autobahn drauf. Ob wir das diesmal schaffen, weiß ich nicht. Aber ich schätze mal, diesmal dürften wir eigentlich gar keine Probleme kriegen. Ach Mensch, jetzt hängen wir wieder fest hier. Also bist du schon wieder gegen gefahren? Ich wäre hier drinnen kein Schwerlast-Fan, definitiv nicht. Wo hängen wir denn jetzt schon wieder fest hier? Das ist doch blöd. Weil der hat so eine komische Überbreite, weißt du wie? Und wenn du da nicht aufpasst, hängst du ganz schnell an der Leitplanke hier. Ja, ich hab's gesehen. Also du musst ja fast schon fünfdimensional denken, blöd. So, und da werden wir jetzt mal auf die Autobahn fahren und gucken, dass wir hier nichts mehr mitnehmen. Und
wie gesagt, wir fahren 30, also richtig Bums ist da trotzdem noch nicht dahinter. Also da braucht richtig Zeit, bis man mal richtig auf Touren ist. So, und dann werden wir mal gucken. Jetzt kommt die Stille. Ist aber auch ganz normal. Das ist okay, das Problem ist gut. Der kommt ja nicht aus dem Safte, ich weiß nicht, was das ist. Also wahrscheinlich ist das hier das falsche Auto, keine Ahnung. Vielleicht ist der Scania für sowas auch nicht gedacht worden. Vielleicht fehlt da wirklich noch die PS-Zahl. Aber gerade mal Mio und Not hier der Autobahnauffahrt hochgekommen. Aber hast du es jetzt geschafft, oder? Ja gut, das war gerade mal ein kleiner Berg für die auf der Autobahn drauf fahren, ne? Also das war noch kein großer Berg. Weil der große Berg, ja, den ihr im ersten Part seht, der kommt jetzt erst. Wo ich schon fast von der Autobahn geflogen wäre. Er muss noch ordentlich Schwung holen. Ja, eben nicht. Weil ich muss ja da unten abbremsen, sonst sind wir gleich unten. Lull. Uiuiuiui. Und der schiebt ganz schön, ne? So, jetzt kommt wieder dieser bekloppte Berg hier. Gucken wir mal. Wird schon wieder nicht. Ich fahre ja gerade mit 5 km/h, nicht immer, 3 km/h Berg hoch. Aber bei dem merkst du schon, der hat eine ganz andere Übersetzung jetzt drin. Ich fahre jetzt nämlich den ersten Gang. Und da merkst du schon richtig, wie der sich reingräbt in die Straße. Also es ist möglich, bloß du kommst ja nicht mit 10 km/h am Berg hoch. Das ist schon mal Fakt. Kommst du schon, du brauchst eine halbe Ewigkeit. Ja, oder du brauchst einen richtigen Schwung, dann ja. Aber wenn du unten eine Kurve hast, wo du erstmal abbiegen musst, dann hast du den Schwung nicht mehr. So, ihr seht, langsam, aber wir kommen hoch. Ich fahre ja gerade mit 2 km/h am Berg hoch, weißt du. Und ich habe noch fast 2000 Kilometer dafür, ne? Mir ist gerade nicht mehr zum Lachen zumute. Ich bin mir immer noch sicher, Robert hat das gewusst. Deswegen hat er die Tour ausgewählt. Ja, denk mal, das war nicht nur der Robert, der die Tour aufgepuppt hat. So, jetzt sind wir wieder auf der geraden Strecke. Jetzt können wir gleich mal ein bisschen Schwung holen und der Schwung ist gleich wieder weg, weil er vorne schon in die nächste Kurve kommt. Lull. Versucht schon einen LKW zu überholen. Sieht zu ölig aus hier. Na, was ist denn? Normalerweise Schwerlast nur über der Autobahn, am besten gar nicht runterfahren, außer wenn du fast da bist. Ja,
waren wir nämlich gestern schon mal. Viel weiter sind wir heute auch noch nicht gekommen. Also das wird mühselige Arbeit, bis ich mal in Malaga bin. Ich glaube, danach habe ich graue Haare. Aber einen Vorteil hat es ja, dass ich mir was mehr kann. Ich bin mir fast sicher, ich brauche mindestens 120 Ports. Das wird eine Langzeitinvestition hier. So, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt geradeaus weiterfahre Richtung Köln, dass ich hier den Berg erstmal umgehe, der jetzt gleich kommt, wo ich dann zuletzt noch geparkt habe. Weißt du den? Welchen ich meine? Da unten mit 2 km/h hochgefahren, ne? Ja, ja. Ich denke mal, ich fahre jetzt geradeaus weiter. Ich fahre den Berg. Irgendwie. Weil wenn ich jetzt hier hochkraumeln will, können wir gleich die Aufnahme wieder vom Arsch stecken. Ne? Ich fahre jetzt einfach geradeaus, was soll mich denn hindern? Jetzt machen wir zum Stehen kommen hier. Das Problem ist, wenn du hier einmal anfängst und stehst, brauchst du hier Ewigkeiten, bis du wieder richtig anfährst. So, ich denke mal, ich bin vor dem Berg jetzt hier. Weil das Stückchen, denke ich mal, fahre ich jetzt hier nicht hoch. Weil dann brauche ich jetzt Ewigkeiten, bis ich den Berg um bin. Ich fahre jetzt einfach geradeaus und wenn ich jetzt einen Umweg dafür fahre. Aber großteils alle Berge meiden. Guck mal kurz drauf auf die Karte. Ja, aber du kannst sie nicht immer umfahren. Wenn wir jetzt hier lang fahren, ist das wohl ein bisschen länger. Ich guck gerade auf die Karte. Wenn ich jetzt hier lang fahre, ist das wohl ein Umweg. Ist es richtig. Aber da umgehe ich erstmal bestimmt 100 Kilometer nur Bergstraßen. Also ist das für mich schon lukrativer. Ja. Ist was schmähen. Weil ich muss ja ein bisschen umdenken. Ich kann ja jetzt nicht jeden Port einen Berg hoch robben. Ja. Nee, dann mach das. Dann fahr den Umweg. Kriegt du keine richtige PS-Zahl drauf, also das ist wirklich richtig schwer, das Ding. Und jetzt nicht bin ich schneller. Jetzt los. Also ich kann dir schon mal sagen, Schwerlast wird nicht mein Gebiet. Definitiv nicht. Was du hin? Du kannst mich doch gar nicht überholen, kommt doch nichts. Also der. Ich komme nicht mehr als 30 Stundenkilometer, ist das normal? Tempomat habe ich auch keinen drin. Na, ich weiß ja nicht, vielleicht sind Schwerlasttransporte so langsam. Ich weiß doch nicht. Ich kenne mich da nicht aus in der Branche. Also in der Branche schon, aber nicht in Schwerlast. Ja, ich denke mal schon, dass sie nicht mehr als 30, 40 km/h fahren. Erstmal wegen der Breite, wegen der Länge und wegen des Gewichtes. Und deswegen fahren die meistens auch nachts über. Ja. Und das mit Blaulichtfahrzeugen, mit Gelblichtfahrzeugen nach vorne und nach hinten. Da hast du recht. Gut, jetzt fahr ich mal wieder 40 km/h, also daran hat es nicht gelegen, aber irgendwie hat mir der Schwung gefehlt gleich. Gut, dann fahren wir jetzt halt den Umweg hier, ist jetzt auch nicht so tragisch. Aber wir sparen uns erstmal die Berge.
Und in Spanien wird es ja dann bestimmt nicht so schlimm, außer Robert weiß das. Wahrscheinlich laufen wir ins offene Messer. Man sieht es ja schön. Man sieht es schon vollkommen. Es kommt ein kleiner, eine kleine. Das ist ja noch nicht mal ein Berg, aber das ist so. Es geht ein bisschen nach oben. Ne? Da habe ich sofort einen Verlust von mindestens 80%. Ja, aber was sollst du machen? Kannst du nicht machen. Das ist halt Schwerlast. Ich bin ja mal gespannt, wie lange ich da bis da runter brauche, ey. Lol. So, fahren wir jetzt hier rein. Gucken wir mal schnell auf die Landkarte. Die ist am besten da. Ja, wir müssen jetzt hier rein, okay. Gut, wir müssen jetzt hier rein, das nützt nicht. Wir machen jetzt Richtung Metz. Dann könnten wir uns aber erstmal die ganzen Berge sparen. Ist wohl ein bisschen ein weiter Umweg, aber gut, das kannst du sowieso nicht alles berechnen. Voraus. Also ich kann dir es nur sagen, wenn du mal Schwerlast fährst, such dir die beste Route raus. Weil richtig stark ist viel. Das Problem ist, du kannst mit der PS-Zahl nicht höher gehen mit dem Scania. Ich habe wohl jetzt schon 18 Ganggetriebe drin, aber gut, ich sag mal so, das hilft schon besser als das letzte, aber ich will nicht wissen, wenn ich jetzt mal irgendwann mal in richtende Berge komme. Ne? Ich weiß ja nicht, wie es da unten aussieht. Am besten ist, du fliegst voraus. Ja, am besten wäre das so eine kleine Drohne vorausschicken und dir einen Weg raussuchen. Wäre am besten. Jetzt haben wir gerade mal einen Schwung, jetzt fahren wir 50, aber geht ja nicht immer. Enge hier. Lull. So, ich bleibe jetzt mal voll auf dem Gas, dass wir München bei 50 bleiben. Hier vorne rippt nämlich über den Berg. Merk's ja, hoffe ich mal, dass du gut hochkommst. Man merkt schon wieder, wie er abbaut, aber wir sind immer noch bei 40, also wir haben gleich den Berg geschafft, so die Kuppe. Also du brauchst hier immer Schwung, Schwung, immer Schwung. Schon wieder fast auf 60. Sieht ganz gut aus. Jetzt lebt es mal ein bisschen. Gott sei Dank wegen der Umleitung hier, die ich gefahren bin. Ja, also abwarten, wie lange es so gut geht. Ja, die andere Strecke wäre aber ein bisschen kürzer gewesen, aber da wäre nur bestimmt Steigung von 40% drin gewesen. Oh, da war ein Hoppelhase. Hast du auch eigentlich einen Hasen gefunden hier? Ja. Oh, wir fahren fast 80. Guck mal. Jetzt müssen wir aber in Schwung bleiben, aber hier vorne kommt eine beschissene Kurve.
werden wir mal gucken. Also wenn es jetzt so läuft, machen wir gut Strecke am Ebenpaar. Aber das hast du ja nicht immer hier. Jetzt kommt schon wieder ein Berg. Der Berg könnte uns schon wieder das Genick brechen hier. Ah, merkt man sofort. Bin jetzt bloß von 60 in innerhalb von 2 Sekunden auf 2 km/h. Ja, man sieht's. Aber der gräbt sich schon tief in die Straße ein, das merkst du. Also der will. Kann aber bestimmt nicht gut sein für die Reven. So, 21 Minuten sind schon wieder rum, also ich müsste mir schon wieder mal einen Parkplatz suchen, aber... Guter Rad teuer. Abschleppen, wenn es nicht weitergeht. Da sitzt man ja auch nicht. Ich werde mal sehen, ich werde mal weiter vorfahren, jetzt mal richtig wieder Schwung kriegen und dann mal gucken, ob ich irgendwo eine Haltebucht finde oder sowas. Oh, haben wir ein Glück, hier vorne kommt ein Bette. Hoffentlich, das ist eine große Tankstelle, dann haben wir gleich wieder eine Arschkarte. Ja, ist alles nicht so einfach mit Schwerlast. Ist alles nicht so einfach mit Schwerlast, ne? Nee, das stimmt. Eine Tankstelle verflixt und zugenäht, dann passen wir doch wieder nicht rein, oder? Passen schon, nur dann kann die Nachfolge verändern. Ja, scheiße, ich fahre mal jetzt weiter und hoffe, dass jetzt nicht gleich ein Berg kommt. Versuchen mal weiter vorne irgendwie, wir gucken noch mal kurz auf die Straßenkarte. Ja, das könnten wir schaffen. Wenn ich jetzt ein bisschen weiter fahre und ein bisschen länger mache heute, komme ich an die Grenze zu Frankreich. Und dann könnte ich mich gut darstellen. Aber da darf wirklich kein Berg dazwischen. Da darf jetzt auch wirklich kein Berg dazwischen kommen. Na gut, das Grenzzeichen ist schon hier. France. Aber ich denke mal, das werden wir gut schaffen, weil so groß sind die Berge hier nicht. So. Und Robasti, wo geht's bei dir in Russland? Schauen wir mal, jetzt haben wir erstmal richtig Schwung hier. Es geht nach Velice Luki. Ist das weit runter? Ja, nur 2000 Kilometer. Ja. Also es werden mindestens 4 Parts werden. Cool. Also wie gesagt, ich habe jetzt gerade mal richtig gut Schwung gekriegt. Ich bin gleich an der Grenze. Hätte ich jetzt gar nicht mal gedacht. Und dann machen wir dann unsere Pause heute und dann haben wir doch mal richtig gut geschafft jetzt. Hier kommt schon gerade die Grenze. Uiuiui, ui, ui, bitte abbremsen.
war nicht so geplant, da merkt man wieder, dass er gerutscht ist. Ach Gott. Das ist eine Scheiße, ey. So, wir stellen uns jetzt her, auch wenn das jetzt nicht zulässig normalerweise wäre, aber wir machen das jetzt einfach. Es bleibt mir jetzt nicht anders übrig, ich finde sonst keinen Parkplatz mehr und hier vorne kommt schon wieder die Auffahrt von, ja, von der Autobahn. Also bleibt mal heute mal hier stehen, eine Ausnahmegenehmigung haben wir und gut. So Basti, da war eigentlich mein Teil heute geschafft. Das ist doch super. Pause hast du genau, Parkplatz und alles. Läuft doch. Jupp. Jetzt kann ich einfach besser zugucken, wie die Leute an die Grenze fahren. Aber zumindest sollen wir uns nicht beschweren, wir haben einen Parkplatz, eine Parklecke. Und gut. Genau, dann geht's hinter die Berge rauf und runter. Ja, also wenn ich das schon mal wieder sehe, dann. Ich könnte ja noch mal kurz gucken. Wie weit wir jetzt noch raus müssen. Also wir müssen jetzt erstmal den nächsten, kommt wieder eine Autobahnauffahrt. Da werden wir nicht viel Schwung kriegen. Hier vorne wäre auch nochmal eine Grenze. Okay. Ja, wir bleiben aber jetzt hier stehen. Das ist egal. Und ja, dann kommt erstmal nur Autobahn. Autobahn. Bis hier runter geht die Autobahn noch. Also ich habe dann erstmal genug Autobahn. Es dürfte dann nichts kommen. Bis Lyon. Das hört sich doch gut an. In Lyon müssen wir auch noch ein bisschen weiter raus und dann müssten wir schon wieder abfahren. Das sieht schon wieder sehr, sehr bergig aus, wenn ich hier wieder solche Kurven hier sehe. Und ja, dann haben wir wieder Autobahn. Also großteils müssten wir jetzt eigentlich alle Berge weg haben. Außer wir kommen dann nachher wieder da runter. Nach Malaga. Gut. Hier haben wir nochmal eine Gesamtübersicht. Hier sind wir und guckt euch das an. Ne? Das ist noch eine ganz weite Strecke. So. Gut, Basti, dann sage ich erstmal schön, dass du dabei da mitgemacht hast. Bitte, bitte, Danny. Immer wieder gern, weißt du ja. Ja, natürlich. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Und ja, ciao, ciao. Ciao. Make the streams louder.